Erschütternde Naturkatastrophen, Nahrungsmittelknappheit, übergewichtige Gesellschaft. Mit diesen Themen sehen wir uns heutzutage tagtäglich konfrontiert. Die Lösung dafür klingt einfach: Fleischersatz. Doch pflanzliches Fleisch ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. In China stellte man bereits zwischen 618 und 907 pflanzliche Sojaprodukte her, die den Fleischkonsum ausgleichen sollten. Der Grund dafür lag in der ärmeren Gesellschaft, die sich nicht 7 Tage die Woche Fleisch leisten konnte. Also sind die Ersatzprodukte günstiger herzustellen als die tierischen? Die Gemüter erhitzen sich, wenn es um die Diskussion Fleisch versus Fleischersatz geht. Gespaltene Meinungen, Gerüchte und unverstandene Geheimnisse verbergen sich hinter der Debatte. Doch wie gesund ist der alltägliche Verzehr von Fleischimitaten wirklich? Und gibt es ein Risiko? Wer und was steht eigentlich hinter der Idee der ausschließlich pflanzlichen Ernährung und treibt sie aus dem Hintergrund an? Um das zu verstehen, müssen wir die Fakten kritisch beleuchten und ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückgehen. Zu einer Zeit, in der vom Klimawandel oder Tierleid noch keiner sprach. Halt! Bevor wir uns auf die Beleuchtung des Fleischersatzes fokussieren, kannst du uns schnell einen Kommentar oder Like dalassen. Unsere Hirnnahrung, um weiterhin tolle Entstehungsgeschichten erzählen zu können. Die Anfänge der Idee, Fleisch durch günstigere Nahrungsmittel zu ersetzen, gehen weit in der menschlichen Geschichte zurück. Schon in der Tang-Dynastie begannen die Chinesen wegen Fleischknappheit, Fleisch für die ärmeren Bevölkerungsschichten durch pflanzliche Produkte wie Soja, Pilze und Weizengluten zu ersetzen. Gelernt hatten sie dies von buddhistischen Mönchen, die aus religiösen Gründen kein Fleisch verzehren dürfen. Das hätten wir damit geklärt, die asiatischen Völker als Vorreiter der pflanzlichen Ernährung. Doch was uns wirklich interessiert hat, war, wann und wie begann der Hype in der westlichen Welt? Wir machen einen großen Sprung und gehen von den 700er Jahren in das Jahr 1852. In Michigan wird zu dieser Zeit ein Mann geboren, der für die Entwicklung des Fleischersatzes eine wichtige Rolle spielen wird. Sein Name John Harvey Kellogg. Der Junge wird in eine siebentätige Adventistenfamilie geboren. Du fragst dich sicher, hey, was zum Kuckuck sind Adventisten? Das haben wir uns auch gefragt und hier ist die Antwort. Siebentätige Adventisten sind eine Gruppe von evangelisch-protestantischen Gläubigen, die großen Wert auf eine gesunde Lebensweise und Ernährung legen. John Kellogg hat einen Traum. Er möchte Arzt werden, um anderen Menschen zu helfen und ihnen Ratschläge geben, wie sie sich richtig und ausgewogen ernähren. So tat er das, was er tun musste. Er klemmte sich hinter seine Bücher, ging auf das Bellevue Hospital Medical College in New York, auf dem er auch seinen Abschluss machte und wurde Arzt. Und schon während seines Medizinstudiums in den 1870er Jahren begann er mit Nahrungsmitteln zu experimentieren, um seiner Religion und deren Ansichten, dass tierisches Fleisch unrein ist, gerecht zu werden. Als überzeugter Vegetarier wollte er damals das volle Getreidekornmehl in die Ernährung seiner Mitmenschen mit einbeziehen. Und seine harte Arbeit zahlte sich aus. Ganze 80 neue Getreide- und Nussprodukte kreierte John Kellogg, darunter auch Getreidekaffee und die noch heute beliebte Erdnussbutter. Als er sah, dass diese neuartigen Lebensmittel einen vielversprechenden Erfolg hatten, kam ihm schließlich die Idee, Fleisch komplett ersetzen zu können. Mit diesem Gedanken konzentrierte er sich voll und ganz auf Sojaprodukte und schaffte es, das erste Beefsteak mit Fleischgeschmack herzustellen. Du siehst also, der Aspekt des Fleischersatzes hatte die Menschheit seit jeher beschäftigt. Die Gründe waren immer schon religiöser, ethischer oder finanzieller Natur. Aber wie ging es eigentlich weiter? Über die Jahre wurden die guten Vorsätze beinahe vergessen, bis ein neuer Mann in den 1900er Jahren ins Spiel kam. Sein Name Patrick O. Brown, auch Pat genannt. Er wird 1954 in Washington D.C. geboren und interessiert sich seit Kindheitstagen für die Wissenschaft. Um genauer zu sein, die Biochemie.
Auf der University of Chicago lernt er über chemische Vorgänge in Lebewesen und deren Stoffwechseln. 2009 hat er den etwas merkwürdigen Einfall, sich gegen die Nutztierlandwirtschaft mit aller Macht aufzulehnen. Über die Jahre hatte er beobachtet, welche Umweltprobleme durch die Haltung von Rindern entstehen. Für ihn ist klar, der größte Aspekt für Umweltverschmutzung und den Klimawandel liegt hier begraben. Und so entsteht ein Unternehmen namens Impossible Foods im Jahre 2011, welches dir vielleicht ein Begriff ist. 5 Jahre Anstrengung, Innovation und Geschick braucht es, dann bringt Pat endlich den Impossible Burger auf den Markt. Der Werbeslogan ist so skurril wie auch wahrheitsgetreu. Schmeckt, riecht, sieht aus, kocht und brutzelt sogar wie konventionelles Rindfleisch. Er hatte es geschafft. Doch der Markt des Fleischersatzes gehörte ihm nicht mehr allein. Er hatte starke Konkurrenz bekommen. Von wem? Ein anderer Mann namens Ethan Brown und nein, die beiden haben keine familiären Verbindungen, sondern zufällig nur den gleichen Nachnamen. Ethan wurde wie Pat in Washington D.C. geboren und verbrachte seine Kindheit damit, sich Gedanken über die Rettung der Umwelt zu machen. Als er auf die Highschool kommt, wird er aus ethischen Gründen Vegetarier. Er bezeichnet sich selbst als Umweltschützer und versteht, dass er, um die Welt zu retten, etwas Außergewöhnliches wagen muss. Und so gründet er sein Unternehmen Beyond Meat und bringt 2012 sein erstes Produkt, die Chicken Free Stripes, auf den Markt. Aber wie und vor allem, warum wurde der Fleischersatz ein paar Jahre später zu einem solchen Trend? Es ist der 16. Januar 2020. Die Nachrichten sind voller Hiobsbotschaften über den Klimawandel und dessen Zerstörungskraft. Die Bilder zeigen hektarweise Regenwald, der abgeholzt wird, um Weideland für das Vieh zu kreieren. Große deutsche Kohleminen und Heizkraftwerke, in denen unsägliche Massen an Kohle verbrannt wird und tonnenweise Abgase aus Kraftwerktürmen. Die ganze Welt spricht vom Klimawandel. Bevor wir damals die ersten Informationen von den Gewalttaten an Mutter Erde richtig verarbeiten konnten, wurden die Ausmaße dieser lautstark auf die Nutztierhaltung und damit auch auf die Fleisch- und Milchindustrie geschoben. Länder wie Indien, die mehr Rinderhaltung als Amerika, Europa und China zusammen besitzen und der Großteil des indischen Volkes aus religiösen Gründen es niemals wagen würde, eine Kuh zu verspeisen, sind im Umkehrschluss mitschuldig an der Umweltverschmutzung und dem daraus entstehenden Klimawandel. Aber das ist nicht schlimm, denn es gibt eine Lösung für das Problem: Fleischersatzprodukte. Wie sind wir jedoch zu der festen Überzeugung gekommen, dass Fleisch nicht gut für uns ist und Fleischersatz unsere Gesundheit und unseren Planeten retten kann? Dazu müssen wir zuerst auf den Kostenfaktor der Fleischproduktion eingehen. Eine Kuh kostet den Bauern $2000, bis das Fleisch überhaupt erstmal irgendeinen Gewinn abwirft, denn er muss sie 2 Jahre lang füttern, trinken und pflegen. 500 Gramm Rindfleisch kosten den Bauern also umgerechnet $7,63. Im Vergleich dazu kosten ihn 500 Gramm Sojabohnen nur 25 Cent, da sie weder die Fütterung noch die umfangreiche Pflege benötigen. Du siehst also, Rindfleisch ist um das 29-fache teurer in seiner Produktion als Sojabohnen. Warum also solltest du als Lebensmittelhersteller nicht solche Wege gehen, wenn du sparen und somit höheren Gewinn rausschlagen und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun kannst? Das Gegenargument dafür sind oft gefährliche oder gesundheitsschädliche Zusatzstoffe, die bei der industriellen Entwicklung von Fleischersatzprodukten in das Fake Meat fließen. Fleischbefürworter nennen als Beweis meist eine Studie, bei welcher Fleischersatz über einen längeren Zeitraum an Ratten gefüttert wurde, die daraufhin Krankheiten wie Krebs bekamen. Stimmt es dann, dass pflanzliches Fleisch für uns auf die Dauer lebensgefährlich sein kann? Hier gilt es zu erwähnen, dass auch Mango für Ratten gefährlich ist, da sie D-Limonen enthält, welches auf Nagetiere wie Ratten toxisch wirkt. Sollten wir also auch keine Mango mehr essen? Wir dachten immer, die sei gesund.
Natürlich können wir diese vitaminreiche Frucht weiterhin bedenkenlos verzehren, denn wir sind ja schließlich keine Ratten. Trotzdem müssen wir uns fragen, was genau eigentlich in so einem Fleischersatzburger drin ist. Vor allem, wenn wir ihn dauerhaft auf unseren Speiseplan aufnehmen wollen. Und auch hier gibt es Kontroversen. Was verbirgt sich hinter dem Fleischersatz? Nun, Pat beantwortet diese Frage damit, dass er sichergestellt hat, dass alle lebenswichtigen Proteine, Vitamine und Nährstoffe, die in Fleisch enthalten sind, auch in seinen Fleischersatzprodukten zur Genüge vorkommen. Er behauptet sogar, dass Protein in seinen pflanzlichen Burgern höher ist als in anderen Konkurrenten. Unter diesen Vorsätzen hat Pat mit Impossible Foods seit 2012 weitere Varianten seiner fleischlosen Produkte hergestellt und unter die Menschheit gebracht. Wir haben uns das mal genauer bei dem Duell der Burger angesehen und das Ergebnis ist erstaunlich. Im Ring 100 Gramm Rinderhackfleisch gegen 100 Gramm Impossible Hack. Schon beim Kalorienvergleich wird klar, der Fleischburger geht als Verlierer aus dem Kampf heraus, hat er doch satte 270 Kalorien, wogegen der Impossible Burger nur 240 Kalorien auf die Waage bringt. Doch wie sieht's nun mit den wichtigen Nährstoffen aus? Der Fettgehalt an sich liegt beim Rinderhackfleisch nur bei 6,7 Gramm und beim Fleischersatz bei 8 Gramm. Das ist interessant. Und wie sieht es mit dem überlebensnotwendigen Protein aus, welches oft von Fleischliebhabern als Argument gegen das Veggie-Fleisch genannt wird? Rinderhackfleisch ist im Fleischersatz haushoch mit 26 Gramm gegen 19 Gramm überlegen. Sind wir mal ehrlich, seit Jahrtausenden hat die Menschheit Fleisch gegessen und jetzt auf einmal soll es ungesund sein? Doch die Kühe, die wir heute verzehren, sind nicht mehr die Kühe von vor 1000 Jahren. Wir haben sie in Massentierhaltungen auf engstem Raum zusammengepfercht und sie mit Antibiotika gefüttert, damit sie nicht an Tierseuchen erkranken. Auch die Zufütterung von Hormonen und GMO, also genmanipulierten Organismen, ist in der Fleischindustrie nicht auszuschließen. Also ist jetzt alles klar. Der Fleischersatz ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch gesund. Wenn das nur so einfach wäre. Die großen Konzerne der pflanzlichen Ernährungsidee werben mit cholesterinarmen Produkten. Je nachdem, wie alt du bist, kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, dass die gute alte Butter aus deinem Haushalt flog und durch die leicht schmierende, cholesterinarme Margarine ersetzt wurde. Doch auf der Zutatenliste des Fleischersatzes finden wir Maltodextrin, einen Zusatzstoff, der vor allem dafür benutzt wird, um den Kaloriengehalt unserer Nahrung zu erhöhen. Er gilt also als ein Zuckerersatz. Bei regelmäßigem Verzehr von Maltodextrin steigt der Insulinspiegel rapide an und führt zu erhöhten Blutfett- bzw. Cholesterinwerten. Kurz gesagt, das Cholesterin ist drin, nur eben schöner verpackt. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, der bedacht werden sollte. Es gibt keine Beweislast dafür, dass rotes Fleisch, also Rindfleisch, gesundheitsschädlich ist. Professor Frédéric Leroy, ein Nahrungswissenschaftler der Freie Universität in Brüssel, setzt sich mit diesem komplexen Thema seit Jahren auseinander. Er sagt: Wir argumentieren, dass Behauptungen über die Gesundheitsgefahren von rotem Fleisch in Anbetracht unserer Evolutionsgeschichte nicht nur unwahrscheinlich sind, sondern auch bei weitem nicht durch belastbare wissenschaftliche Beweise gestützt werden. Vielmehr besorgt ihn, dass der menschliche Körper pflanzliches Protein schlechter aufnehmen kann als tierisches. Ist das wahr? Tatsächlich hat tierisches Protein, oder auch B12 genannt, einen Vorteil, den wir für dich beleuchtet haben. Durch seine Ähnlichkeit dem Menschen gegenüber kann tierisches Protein erwiesenermaßen leichter und somit auch schneller absorbiert werden. Aber wie kann man sowas überhaupt messen? Ein Wert zur Messung des Proteins ist die biologische Wertigkeit, BW. Sie zeigt, wie gut sich Proteine aus Lebensmitteln später in Körpereiweiß umwandeln lassen.
Außer ihr gibt es 5 weitere Techniken, doch sie sind alle nicht ganz vertrauenswürdig, da sie an Ratten oder Kleinkindern durchgeführt werden und diese andere Anforderungen haben. Fakt ist, tierisches Protein bietet ein Rundumpaket im Verhältnis zu pflanzlichen Proteinen, da man es in kleinen Mengen essen kann und es trotzdem ausreichend für unseren Körper ist. Ist es somit gefährlich, sich ausschließlich von Fleischersatzprodukten zu ernähren? Hierzu gibt es doch sicher Studien, oder nicht? Und zwar ist wichtig, dieses Mal eine Studie zu finden, bei der erwachsene Menschen und nicht Ratten, Mäuse oder Kleinkinder getestet wurden. Tatsächlich wurden wir fündig. Eine britische Studie, die Erwachsene und ihre Essgewohnheiten für 18 Jahre begleitet hatte. Das Ergebnis war erschütternd. Fleischliebhaber haben laut ihr ein höheres Risiko auf Herzinfarkte, während Vegetarier und Veganer ein höheres Risiko auf Schlaganfälle zeigten. Super, zumindest haben wir die Wahl. Zu Studien lässt sich jedoch sagen, sie sind ein bisschen wie das Verkünden und Interpretieren der Statistiken auf eine oftmals übertreibende Art und Weise. Wir stellen das mal anhand eines Beispiels dar. In einem Artikel von 2018 spricht Professor John Ioannidis, ein griechisch-amerikanischer Medizinwissenschaftler, über dieses Phänomen und erklärt, wie absurd es wäre, alle berichteten Ergebnisse solcher Studien ernst zu nehmen. Unter der Annahme, dass die analysierten Beweise aus Kohortenstudien, in welchen verschiedene Gruppen von Menschen über einen längeren Zeitraum beobachtet werden, lebenslange Zusammenhänge darstellen, würde bei einer Lebenserwartung von 80 Jahren der Verzehr von 12 Haselnüssen täglich das Leben um 12 Jahre verlängern. 3 Tassen Kaffee pro Tag würden ein ähnliches Ziel erreichen. Eine einzige Mandarine am Tag würde das Leben um 5 Jahre verlängern. Aber andere Kohortenstudien haben auch gezeigt, dass das Risiko eines Herzinfarktes ebenso durch Statine, ein Arzneimittel gegen einen hohen Cholesterinspiegel, das richtige Maß an Kaffee, eine Diät, Beta-Blocker, eins der meist verschriebenen Arzneimittel in Deutschland, Aspirin, Gentherapie, Früchte und Gemüse, Fasern, mehr Testosteron, in ein wärmeres Land ziehen, kalt zu baden, Zart-Bitter-Schokolade, Tee, Folsäure, Omega-3-Fettsäuren, nicht in Schottland zu leben, religiös zu sein, einen Hund zu haben, zu schlafen, zu sporteln, roten Wein zu trinken, verringert werden kann. Eine logische Schlussfolgerung ist, dass all diese Dinge im selben Moment zu machen, die Lebenserwartung um 100% steigern würde. Oder? Wir denken, du verstehst, warum wir uns von Studien nicht zwanghaft in Panik versetzen lassen sollten. Eigentlich konnten wir bis jetzt zu Fleisch und Fleischersatz Vor- sowie Nachteile aufdecken. Doch was passiert, wenn die pflanzliche Ernährung aus dem Ruder läuft? Stell dir vor, du bist 100% von der ausschließlich pflanzlichen Ernährung überzeugt und du bist ein Elternteil. Selbstverständlich möchtest du für dein Kind das Beste. Nie im Leben würdest du denken, dass aus deiner Überzeugung eine Gefahr für deinen Nachwuchs wird. So ging es australischen Eltern, die im Jahr 2019 zu einer 18-monatigen Haftstrafe verurteilt wurden, weil sie ihr Baby strikt pflanzlich ernährten. Das Mädchen wurde unterernährt, viel zu klein und ohne Zähne vorgefunden im Elternhaus und hatte schwere Entwicklungsstörungen. Der Speiseplan des Kleinkindes bestand aus Weizen, Kartoffeln, Toast, Reis und pflanzlich hergestellten Lebensmitteln. Diese Fälle häuften sich mit den Jahren und so lautet die Frage: Wie gesund ist das Mogelfleisch für Kinder? In diesem Aspekt hat die Stiftung Warentest die Fleischersatzprodukte genauer unter die Lupe genommen, mit einem erschreckenden Ergebnis. Rein pflanzliche Ernährung birgt für Kinder die Gefahr eines Nährstoffmangels, der extreme Auswirkungen auf ihre Entwicklung und ihr körperliches Wachstum hat. Bei diesem Test schlossen beliebte Fleischersatzmarkenprodukte von Rügenwalder Mühle und Vegans mit ungenügend ab. Können Fleischersatzprodukte also auch unsere Gesundheit sabotieren? Und wenn ja,
Warum wird dann keine Aufklärungskampagne betrieben? In den Anfängen des pflanzlichen Fleisches sahen viele bekannte Unternehmen Gewinnchancen darin. Mittlerweile gibt es ca. 20 solcher Industriebetriebe, die Fleischersatz herstellen. Einige davon werden dir bekannt vorkommen. Nestlé mit Garden Gourmet, Tönnies, der zweitgrößte Fake-Meat-Hersteller in Deutschland und Rügenwalder Mühle, der mit 79% Verkaufsanteil vom Fleischproduzenten zum größten Fleischersatzbetrieb in Deutschland wurde. Und Mann, es gibt wohl kaum ein Unternehmen, das in den letzten Jahren so viele Negativschlagzeilen gemacht hat wie Nestlé. In nahezu allen Bereichen der Lebensmittelindustrie finden wir Spuren des umstrittenen Unternehmens. Nestlé vertreibt auch Fischersatz, einen pflanzlichen Fisch namens Wuna, der aus ganzen 6 Zutaten, nämlich Wasser, Erbsenprotein, Weizengluten, Rapsöl, Salz und natürlichen Geschmacksverstärkern, die meistens industriell verarbeitet werden, besteht. Siehe da, die Redewendung »nicht Fisch und nicht Fleisch« nimmt heute eine ganz neue Bedeutung an. Dr. Tony Hampton, ein bekannter Arzt, der Patienten mit verschiedenen Krankheiten durch eine Ernährungsumstellung heilt, sagt, dass die großen Konzerne bestimmte Proteine und auch viele andere Dinge in die Produkte stecken, die wir gar nicht kennen oder wissen, wie sie sich auf unseren Körper auswirken können. Er sagt, als Arzt habe er die Verantwortung, seinen Patienten die Vorzüge von natürlichen Lebensmitteln zu lehren, was in der heutigen Gesellschaft zu einer echten Herausforderung geworden ist. Es ist eigentlich logisch. Denk an die Farbe, an den Geruch, an den Geschmack, den du haben möchtest, wenn du ein Würstchen oder einen Burger isst. An das Zischen und Brutzeln beim Braten, wenn es in der Pfanne liegt. Um an das Original der tierischen Produkte ranzukommen, gibt es nur einen Weg: künstlich produzierte Nahrungsmittel. Und warum sollten Menschen, die sich gegen Fleisch entschieden haben, etwas essen, das genauso riecht, aussieht und schmeckt wie Fleisch? Nicht nur das. Fleischersatz blutet sogar. Nun, du kannst durchaus den Geschmack von etwas lieben, das du einfach aus ethischen, gesundheitlichen oder religiösen Gründen nicht essen willst. Aber wie um Himmels Willen blutet pflanzliches Fleisch? Es ist natürlich kein richtiges Blut. Es ist Myoglobin. Noch nie gehört? Es ist ein Muskelprotein, das dem Körper als Sauerstoffspeicher dient. Und Muskelprotein kommt woher? Genau, aus einem fühlenden Lebewesen. Das ist wie sagen, hey, wir geben dir Blut, nur in einer mitfühlenden Weise. Die Frage, die uns die ganze Zeit beschäftigt, ist, warum denken wir eigentlich, dass wir etwas verändern müssen? Pat Brown von Impossible Food reißt die Arme in die Höhe und sagt hierzu siegessicher, wir können unseren Planeten retten. Doch ist es das wirklich? Das Thema Übergewicht wird auch oft als Grund für pflanzliche Ernährung genannt, aber wäre es diesmal vielleicht an der Zeit, einen Schritt zurückzugehen? Blicken wir auf die 1960er Jahre zurück, waren nur etwa 18% der deutschen Bevölkerung übergewichtig. Doch heute sind es 53,5%. Wir haben doch damals alle Fleisch gegessen? Wie also kommt es, dass vor 60 Jahren die Zahl der übergewichtigen Menschen mehr als die Hälfte weniger von dem war, was sie heute ist? Als wir uns in die Recherche dieser Frage begeben haben, mussten wir feststellen, dass das Interesse für den Vertrieb des Fleischersatzes von verschiedenen Seiten kommt. Schauen wir uns zum Beispiel Coca-Cola an. In den 1800er Jahren vermarktete es sein Getränk unter dem Namen Great Temperance Drink, was übersetzt so viel heißt wie tolles Abstinenzgetränk. Der Grund dafür waren die Adventisten, die zu jener Zeit den Großteil der Bürger von Atlanta im Bundesstaat Georgia ausmachten. Wie wir bereits erfahren haben, ist es ein Muss für Adventisten, sich so gesund wie möglich zu ernähren. Coca-Cola konnte sein Getränk nicht als das anbieten, was es war, ein zuckerhaltiger Energiedrink. Also wurde das Abstinenzgetränk für 100 Jahre fröhlich zur Heilung und als gesunde Flüssigkeit weiterverkauft. Ein Jahrhundert später hatte Coca-Cola seine Ausrichtung verschärft und war aktiv mit verschiedenen Adventist-Gesundheitsorganisationen verbunden. Die erste dieser Adventist-Gesundheitsorganisationen war CALM,
der christliche Verband der Lebensstilmedizin und wurde von John Kelly, einem Medizinwissenschaftler, der gern mit Epigenetik spielt, gegründet. Du fragst dich, was Epigenetik ist? Das ist eine chemische Veränderung am Chromosom der Proteine, die an DNA binden. Später wurde es umgenannt in ACLM, amerikanisches College der Lebensstilmedizin. Zurück zu Coca-Cola. Das Unternehmen ist bekannt dafür, dass es ein fleißiger Geldgeber der ACLM ist und unter anderem in den Anfängen der 2000er Jahre eine eigene Organisation mit dem Namen Exercise is Medicine, übersetzt Bewegung ist Medizin, ins Leben gerufen hat. Unter dem Deckmantel dieses Namens behauptet Coca-Cola also seit 2007, dass es eigentlich egal ist, was du trinkst oder isst, solange du dich danach für 150 Minuten aufs Fahrrad schwingst. Selbstverständlich müssen wir nicht über die Vorteile von Sport oder viel Bewegung diskutieren, aber was genau sind die Motive von Unternehmen wie Coca-Cola, ihre Kundschaft davon überzeugen zu wollen, dass gesundheitliche Auswirkungen, die zuckerhaltige und künstliche Lebensmittel mit sich bringen, durch Bewegung beseitigt werden können? Coca-Cola spricht von einem aktiven, ausgewogenen Lebensstil. Mars nennt es gut ausgewogener Lebensstil. Und für Kellogg's ist es eine ausgewogene Ernährung und aktiver Lebensstil. Lebensstil, Lebensstil, Lebensstil. Es ist sowas von egal, was du verzehrst. Hauptsache, du folgst dem neuen Lebensstil und rennst danach ein paar Mal um dein Haus. Das ist keine dumme Werbetaktik. Doch moralisch ist es nicht in Ordnung. Denn wir wissen, dass Kalorie nicht gleich Kalorie ist. Aber wir wissen auch, dass es Personen, Konzerne und Organisationen gibt, die von dieser Werbetaktik profitieren. Und im selben Moment, in dem sie dir den gesunden Lebensstil predigen, haben sie düstere Pläne im Kopf. Was das alles mit Fleischersatz zu tun hat? Nun ja, eine Menge. Eine Sache wollten wir unbedingt verstehen. Warum große Firmen wie Wiesenhof und Tönnies, die seit Gedenken der Menschheit Fleischprodukte vertreiben, auf einmal ihre Richtung ändern? Die meisten Menschen, die Veganer oder Vegetarier werden, tun dies aus Leidenschaft für Tiere und schlechtem Gewissen. Dieser verständliche Aspekt wurde leider von den Konzernen der Welt aufgegriffen und ausgenutzt. Für sie ist es ein Angebot, das ihnen die Gelegenheit bietet, immensen Profit zu erlangen. Für die Pharmaindustrie ergibt sich die Chance, aus der anhaltenden Panikmache rund um den LDL-Cholesterin, ein wesentlicher Grundsatz der Befürwortung pflanzlicher Produkte und der konsequenten Akzeptanz, dass LDL durch Medikamente verringert werden muss. Der Einfluss der Pharmazieunternehmen auf die Debatte über Cholesterin ist nur ein Teil des Einflusses auf die gesamte Medizin. Dr. Ben Goldacker erklärt ausführlich, dass die Pharmaindustrie durchaus Gutes schafft, jedoch im selben Moment manipuliert und die Wissenschaft missbraucht und damit auch die Arztrezepte unserer Krankheiten und wie wir sie am besten behandeln. Er behauptet, dass die Pharmaunternehmen in ihren eigenen Vorzügen recherchieren und deshalb keine Studien mit negativen Ergebnissen veröffentlicht. Auch die Studie der American Journal of Psychiatry Autoren bestätigt, dass 90% der analysierten Ergebnisse auf den Vorteilen der Medikamente bestanden. Das ist völlig verständlich, wenn wir es von der Seite der Pharmaindustrie betrachten. Doch für uns ist es nicht immer die beste Denkweise. Wir haben verlernt zu hinterfragen. Sei mal ehrlich, wenn du zum Arzt gehst und er dir sagt, du hast Krankheit XY und musst Medikament YZ nehmen, um gesund zu werden, dann wirst du das tun, weil du ihm vertraust. Also nochmal, wenn wir immer wieder hören, dass LDL-Cholesterin vom Fleischverzehr kommen und wir mit Fleischersatzprodukten besser dran sind, dann hat das einen gewissen Einfluss auf unsere Denkart. Aber wenden wir uns jetzt der Lebensmittelindustrie zu. Schließlich sind sie Meister auf dem Gebiet des heutigen Themas. Ohne Zweifel befinden sich die Unternehmen, welche beide ihrer Produktarten, pflanzliche Ersatzprodukte, vertreiben,
auf der Leiter des Reichtums. Der schnell wachsende Markt des Fleischersatzes wird 2026 auf mehr als 30 Milliarden Dollar geschätzt. Es sind nicht nur Pat Brown mit Impossible Foods und Ethan Brown mit Beyond Meat. Es sind auch die Finanzierer hinter diesen Konzernen und andere, die im Regenbogenland sitzen und immer reicher werden. Aber auch andere große Unternehmen, von denen du vielleicht nicht gedacht hattest, dass sie mit dieser Branche verbunden sind, profitieren am Fleischersatz. Schauen wir uns beispielsweise DuPont an, welches die Fähigkeiten, pflanzliche Proteine herzustellen und die Rezepturen hat, die diesen Proteinen ein rindfleischähnliches Gefühl verleihen. IFF, ein internationales Geschmacks- und Düfteunternehmen, kaufte DuPonts Nutrition- und Bioscience-Geschäft für satte 26 Milliarden Dollar auf und so entstand ein Unternehmen mit erweitertem Know-how zur Bedienung des schnell wachsenden fleischlosen Fleischmarktes. Der Fleischersatz erhält auch die Unterstützung aus den obersten Reihen. Nicht nur Jeff Bezos von Amazon investiert fleißig in die Fleischersatzindustrie, sondern auch Bill Gates. Wie sagte dieser so schön, wir sollten nur noch künstliches Fleisch essen. Und was wir auch erwähnen müssen ist, dass Fleischersatzprodukte nicht nur aus Gemüse hergestellt werden, sondern auch aus künstlichen Proteinen und Samenölen, die früher verrufen waren, weil sie den Cholesterinspiegel unnötig in die Höhe treiben. Und damit der Fleischersatz bezahlbar bleibt, geschieht dies in billigen chinesischen Verarbeitungsfabriken, um zurück zu dem scheinbar größten Talent der Chinesen zu kommen. Außerdem ist es mehr als fraglich, warum Beyond Meat eine lange Geschäftsbeziehung mit Unternehmen wie McDonald's, Pizza Hut und Coca-Cola hat. Ein konkretes Beispiel hierzu ist Planet, ein Zusammenschluss mit PepsiCo, von welchem Ethan Brown der Geschäftsleiter ist. Also, auf der einen Seite versuchen sie dir zu sagen, dass sie sich um deine Gesundheit sorgen und dass diese Fastfood-Ketten schlecht sind, auf der anderen Seite jedoch arbeiten sie mit ihnen zusammen. Auch Konzerne wie Unilever oder auch der vegane Metzger genannt, sind in die Fleischersatzbranche eingestiegen und hat sich ein Umsatzziel von 1 Milliarde Euro gesetzt. Ihr Ziel, die ausschließlich pflanzliche Ernährung als Normalität. Und da ist eben noch dieser groteske Fakt, dass viele dieser Fleischersatzprodukte von Fleischunternehmen hergestellt werden. Einige große Fleischproduzenten wie Tyson und Cargill oder in Deutschland Rügenwalder Mühle oder Wiesenhof sind bereits auf den Zug mit aufgesprungen. Mit allem Respekt für die Lebensmittelindustrie werfen wir die Frage in den Raum, haben große Konzerne jemals etwas ohne Eigennutzen getan? Sind wir mal ehrlich, Konzernen ist eines wichtig. Profit. Das ist das Business. Wir hören auch immer wieder, wir haben ein Problem, wir können die Menschheit nicht mehr ernähren, die Lebensmittel werden knapp. Aber sie sagen uns nicht, dass wir durch eine ausgeglichene Landwirtschaft, das heißt ohne Massentierhaltung und Verschwendung, gar kein Problem mit ausreichenden Nahrungsmitteln hätten. Warum können wir nicht einen Schritt zurückwagen? Ganz einfach, weil es nicht in ihren Geldbeutel passt. Wir müssen verstehen, dass es keine Nahrungsmittelknappheit auf der Welt gibt, dass es politische und soziale Faktoren gibt, die Nahrungsmittel daran hindern, in die Hände der Menschen zu gelangen, die es brauchen. Einige veröffentlichte Berichte zeigten, dass die weltweite Lebensmittelherstellung in 2016 zum Beispiel genug war, um 10 Milliarden Menschen zu ernähren. Und dass es ein gefährliches Wachstum in künstlichen Zusatzstoffen und Fehlernährungen gibt. Es ist schwer zu sagen, welche die richtige Ernährungsart ist und es liegt uns fern, darüber zu urteilen. Wir haben versucht, alle wichtigen Punkte beider Seiten zwar kritisch, jedoch unvoreingenommen zu beleuchten. Die pflanzliche Ernährung scheint das Essen der Zukunft zu sein, zumindest wenn man den Prognosen Glauben schenken will. Bis jetzt ist der Marktanteil mit 273 Millionen Euro gegenüber Fleisch mit 40 Milliarden Euro ziemlich gering. Und wie sieht's mit den gut gemeinten Hintergründen aus? Wir werden wohl erst in weiter Zukunft erfahren, ob der Fleischersatz unseren Planeten oder unsere Gesundheit retten konnte.
Bis dahin wünschen wir dir sowohl beim saftigen Steak als auch beim Impossible Burger einen guten Appetit. Wenn dir unser Video gefallen hat und du dich gerne weiterhin in die Welt der mysteriösen Entstehungsgeschichten stürzen willst, dann kannst du uns mit einem Abo dabei unterstützen. Klick ganz schnell auf das nächste Video und lass dich in eine weitere spannende Abenteuergeschichte von uns entführen.